Punkt 10 am Mittwoch, dem 21.09.2016. Hier spricht Berlin, hier spricht Admiral Markets. Mein Name ist Jens Schanowski. Willkommen. Jeden Börsentag um 10 Uhr stehen wir parat. 5 Tage, 5 Daytrader, jeder mit seinem eigenen Stil. Am Mittwoch immer der Heiko Behrendt. Mit Ihnen zusammen den Marktscreen, die Trading-Idee des Tages und viel, viel mehr. Schön, dass Sie dabei sind. Legen wir direkt los. Titel habe ich Ihnen genannt und natürlich Proforma bei uns immer. Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten, wenn Ihre Strategie aufgeht. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Handelsstrategie nicht aufgeht, die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich mit dem Hebeleffekt der Handelssoftware und dem Risikomanagement ausreichend im Demo-Modus vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto weiter loslegen. Keine Anlageberatung bei Admiral Markets, auf Neudeutsch Execution Only. Bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als solche verstehen wollen. Wir wagen allgemeine Marktausblicke, wir können aber dabei nie Ihre persönliche Lage berücksichtigen, also niemals eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen bei uns erwarten. Kompletten Warnhinweis, wenn Sie es nachlesen möchten, unten rechts als blauer Link zu unserer Webseite, da finden Sie mehr dazu, wenn Sie denn möchten. Bitte also bei Punkt 10 auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht darum, einem erfahrenen, langjährigen Trader über die Schulter zu schauen. Wie bekommt er die Trading-Idee, wie managt er den Trade und vieles weitere mehr. Natürlich auch, wie in jedem Webinar, Sie dürfen live im Webinar Ihre Fragen stellen. Wenn Sie bei YouTube das Video anschauen, geht es natürlich nicht. Also live dabei sein ist immer ein Vorteil. Sie können tippen per Tastatur. Ton zum Sprechen haben wir nur die Moderatoren, weil wir immer 200, 300 Teilnehmer haben. Da wird es Hintergrundgeräusche geben, das wäre zu störend. Also tippen Ihre Fragen, Ihre Wünsche und dann gucken wir, ob wir es live im Webinar beantworten können, wenn es für alle ein Thema ist. So, das ist das Schema. Montag bis Freitag, heute ist Mittwoch der Heiko dran, ansonsten Donnerstag der Jochen, Freitag der Dirk, am Montag der Thomas und Dienstag der Costa. Hier tradet Deutschland, hier tradet Österreich, hier tradet Schweiz. Also alle, die Deutsch sprechen möchten, sind uns hier herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn Sie auch mal die anderen Tage dabei sind. Jeder mit dem anderen Stil, man wird bestimmt nicht dümmer dadurch. Reden ist Gold, es sei denn, ich spreche zu schnell, manchmal muss ich mich selber bremsen, eben erlebt. Also alle Webinare, die Sie mitmachen möchten, hier ist der Anmeldelink, wir stehen parat, kostenfrei wie alle Webinare und wie fast immer wenig später auf YouTube als Aufzeichnung zum nochmal anhören. Viele spricht zu Admiral Markets, einige Vorteile sind eingeblendet. Neu seit wenigen Tagen die Mini-Lots, also Index-CFDs auch schon ab 0,1 Kontrakten traden, DAX, DAO, Nasdaq, was es alles gibt und die Spreads für viele Index-CFDs sind nochmal bis zu 20% günstiger geworden. Für den DAX hatten wir schon einen tollen Spread, einen Punkt von 8 bis 22 Uhr und seit wenigen Tagen nochmal besser 0,8 Punkte. Typischer, verlässlicher Spread. Überzeugen Sie sich selbst, auf admiralmarkets.de finden Sie alles dazu. Ja, wenn Sie mit uns 1:1 sprechen möchten, ist das auch möglich. Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, ist der Berliner Kundenservice für Sie erreichbar. Oder rund um die Uhr dürfen Sie eine E-Mail schicken. YouTube eben erwähnt, Facebook noch nicht erwähnt, aber auch hier eingeblendet. Und damit darf ich sagen, herzlichen Dank. Ich übergebe nochmal zu Heiko Behrendt, wie heute um 8.30 Uhr bereits. Heute ist also der Heiko zweimal bei uns dran. 8.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag, schon vor Xetra-Start auf den neuen Handelstag vorbereiten. Schwerpunkt auf den DAX, wenn Sie es noch nicht wussten, jetzt wissen Sie es. Und damit, Heiko Behrendt, du hast das Wort, du hast den Bildschirm, leg los. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Die Analyse als solches hat er sehr gut getroffen. Also wir haben diese starke Order als erstes gesehen. Ab 9 Uhr in den ersten 20 Sekunden, das haben wir noch mitbekommen. Und ich habe heute was versucht. Und zwar habe ich heute Bilder geschossen mit Orders, das war ein bisschen too much, ich liege jetzt ganz schön weit hinten, weil ich das nun nicht so schnell bekommen habe. Ich wollte das Trading als solches demonstrieren und wir können uns das gleich nochmal anschauen. Also, worum ging es? Es ging darum, heute früh zu überlegen, ob wir eine große Order haben. Und ja, wir hatten heute früh eine große Order. Ich will das hier bewegen. So, wir hatten heute früh eine große Order und diese Order, dieses Hin und Her hier, das kann man sehr, sehr gut traden. Und hier empfehle ich es, auf den Tickchart zu gehen bei Admiral Markets, den ihr alle habt, wenn ihr diese Supreme Edition habt. So, ich habe heute früh ein paar Bilder geknipst.
die ich euch im Folgenden jetzt mal zeigen möchte, worauf ich heute getradet habe. Das Problem war natürlich die Position zu managen plus das Bildgeknipse. Das funktioniert nicht ganz so gut. Also, der Tickchart. Es ging im Scalp-Trading ist es so, wenn wir hohe Volatilitäten haben, ist es vom Vorteil, dass wir in diesen Tickchart reinschauen. Also das ist von Vorteil. So, ich muss mal ganz kurz, bei mir hat sich gerade eine andere Software aufgehangen, bevor sich hier das Webinar aufhängt, tue ich mal die ganz fix beenden. Fenster schließen, so. Gut, jetzt ist meine Future-Plattform zu. Also, das heißt, in den Tickchart reinschauen. Und zwar, worum geht es bei einer großen Order? Bei einer großen Order, und jetzt sehen wir auch gleich das Gegenteil, wann die Order vorbei ist, ist auch sehr interessant. Also, es geht für mich hier darum, dass wir, wenn wir eine Order im Markt haben, der Markt steigt schnell an, kommt entsprechend relativ fix zurück, eine gewisse Punktzahl, und dann sehen wir das. Das heißt, wir sehen eine ganz flache Konsolidierung und das sieht man in einem 5-Minuten-Chart, wird man das nicht sehen. Deswegen hier runtergehen in den Tick-Chart, schauen, wie sich der Markt verhält und wenn hier nach unten im Idealfall vielleicht der Markt nochmal ganz kurz durchsticht und sofort der Konter kommt, kommt die nächste Eindeckungswelle, die nächste Kaufwelle. In dieser Phase hier werden Positionen, man nennt das Akkumulationsphase, werden Positionen weiter aufgebaut. Die ganzen Positionen der Leute, die hier hineinverkaufen und die hier hinein weiter hineinverkaufen, wird hier aufgefangen, aufgenommen und dann kommt der nächste Schub. Im nächsten Schub dann, vielleicht auch davor, kann es durchaus passieren, dass der Markt dann wieder akkumuliert und dann kommt wieder der Schub. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wann ist das Ding vorbei? Und das sieht man auch als allererstes im Tickchart. Wenn man sich im Tickchart gedanklich dann diese horizontalen Unterstützungslinien reinzeichnet, dann sehen wir ein neues Tageshoch, Markt kommt zurück, bricht hier durch die letzte Unterstützung durch und wenn er dann hier sozusagen das akkumuliert sozusagen und danach nichts nachkommt auf der Oberseite, dann ist das Ding eigentlich durch. Es kann durchaus passieren, dass der Markt dann weiter unten das Gleiche nochmal macht und dann wieder nochmal hochgeht. Aber hier ist Vorsicht angeboten, wenn der Markt diesen Punkt hier nicht mehr überschreiten kann, dann driftet das ganze Ding nach unten und die Shortseite bekommt ihre Chance. Man muss wissen, an der Börse ist es so, ein Händler bekommt einen Auftrag. Ein Händler bekommt einen Auftrag, er soll, ich sage jetzt mal, für 500 oder für 100 Millionen von mir aus oder was auch immer, soll er eine Order ausführen. Das heißt, der Trader, der die Order ausführt, der Kommissionshandel, der macht einfach Folgendes, okay, der bekommt die Kauforder, so und so viel 1000 Future-Kontrakte soll er kaufen, 500, was auch immer, und er kauft die und damit bewegt er den Markt nach oben. Wenn der Typ fertig ist, dann macht er einen Haken dran, und sagt sich, die Order ist vorbei. In dieser Order sind entsprechende Trader mitgeschwommen. Danach ist dem Typen, der die Order ausgeführt hat, die Kommissionshandel, egal was der Markt macht. Und wenn die Order dann durch ist, dann bekommen andere Trader ihre Chancen und dann geht das halt normal weiter. Und hier kann es durchaus sein, dass dann der Markt komplett nach unten driftet, weil man sagt, okay, der Käufer, der die Order ausgeführt hat, hat dazu geführt, dass der Markt sehr weit weg ist vom Fair Value. Also das heißt, der Markt ist zu teuer. Kurzfristige Trader werden das als Chance nehmen und versuchen hier entsprechend dieses überkaufte Potenzial wieder nach unten zu bringen und in den Preisbereich zu kommen, wo denn der Markt wieder ausgeglichen ist. Das heißt also, wo die Handelsaktivitäten Angebot und Nachfrage wieder finden. Und das sieht man sehr, sehr gut hier im Tickchart nochmal auf das Bild gebracht, was ich damit meine. Zack, hier sehen wir das Bild, also erste Akkumulationsphase. Man sieht es hier vielleicht nicht ganz so gut. Im 1-Minuten-Chart sehen wir es auch noch hier an. Selbst im 1-Minuten-Chart sieht man diese Unterstützung bei 10.504, 501. Also in diesem Preisbereich hier, das sieht man selbst im 1-Minuten-Chart relativ schlecht. Aber im Tick-Chart ist das für mich ein ganz klares Bild. Und ich habe hier in diesem Bereich entsprechend die Position aufgebaut. Halt, das ist ja gar nicht das erste Bild. Hier ist das erste. Nee. Nummer, wo ist das erste Bild hin? Ah, hier, Nummer 14. So, das ist das allererste Bild. Ja, also hier, das ist die erste Akkumulationsphase. Und da wusste ich ja noch nicht, was passiert. Wichtig ist, wenn dann der Markt nach oben kommt,
dort entsprechend dann den Trade mitzunehmen. Und hier sieht man jetzt die beiden Positionen, die ich schon mal hier unten aufgebaut habe. Andere Positionen sind weiter oben gelaufen. Und man sieht hier in dieser Akkumulationsphase weiter die Position aufgebaut. Ja. Diese zwei Positionen, so, das ist Bild Nummer 1. Bild Nummer 2, Bild Nummer 15. So, das ist jetzt der Fortlauf. So, machen wir der Reihenfolge nach. Jetzt sehen wir, der Markt, die nächste Eindeckungswelle, wie schnell das geht. Innerhalb von einer Minute springt der Markt hier um 12 Punkte oder 13 Punkte nach oben. Und ich kann hier einen Trade sehr, sehr gut glattstellen. Also in diese Kauforder hinein kann man den Trade beenden. Am Hoch, in der Nähe vom Hoch, wie auch immer. Wenn man hier entsprechende Positionen noch nicht draußen hat, dann die dort rausnehmen. Und jetzt sieht man die nächste Akkumulationsphase, nämlich im Bild 16. Und hier sehen wir auf höherem Niveau wieder die Position, habe ich wieder aufgebaut hier. Also da wieder bei 10, 5, 15 Positionen aufgebaut. Also wir haben jetzt hier zwei Phasen. Das ist der erste Entry hier unten. Ja, hier unten in dem Preisbereich die ersten Entries gemacht von diesem Trendrate und hier nochmal die zweiten Entries gemacht. Ziel auch hier wieder schauen, dass der Markt nach oben durchpfeift. Wenn der nicht durchpfeift und sobald der unter diese Phase geht, also unter diesen entsprechenden Bereich, dann muss ich den Trade glattstellen. So, jetzt ist es nun genau nach dem Trade passiert, der Markt kommt hoch und so schnell wieder runter, dass ich die Position gar nicht draußen hatte. Aber sei es drum. Ja, also das heißt, hier diese Phasen sehen. Hier in dem Fall sieht man es auch ganz gut im 1-Minuten-Chart, denn im 1-Minuten-Chart sehen wir hier entsprechend, dass der Markt 3 Minuten auf einer Stelle läuft. Ja. Und das führt dazu, dass man hier die Position ganz gut aufbauen kann. Ziel entsprechend Tageshoch. Das heißt, auch hier habe ich 5 bis 7 Punkte Spielraum auf der Oberseite. Und wenn die Kauforder groß genug ist, nehme ich in so einem Trade nochmal 30, 40 Punkte mit. So, Bild 17. Jetzt sind wir hier genau an der entsprechenden Stelle. Bild 17. Wir kommen wieder zurück an diese alte Aufbauphase, also hier. Man kann hier an der Stelle, man sieht das sehr, sehr gut wieder, also das ist wieder die 10.514, 15er Marke, kann man hier entsprechend auch wieder anfangen, Position aufzubauen. Man muss jetzt hier aber schauen, ob der Markt wirklich hochgeht. Und wenn der Markt nicht hochgeht, dann bekomme ich, kann es sein, dass ich in Trouble komme, wenn der Markt dann zu weit nach unten geht. Also das heißt, wenn wir hier nach unten durchfallen auf die 10.512. Je nachdem, wie groß das Portfolio gestrickt ist, kann ich hier unten weiterhin auch nochmal Position aufbauen, weil wir hier irgendwo eine 20-Punkte-Range haben, in der ich Position auf- und abbauen kann. Ja, also das heißt, im Idealfall sieht man einen kurzen Durchstich und dann müsste es nach oben gehen. Was ist danach passiert? Bild Nummer 17, Bild Nummer 18. So, also ihr seht, ich habe viele Bilder geschossen. So, Bild Nummer 18, da sehen wir jetzt den Durchbruch. Also immer noch die 10.514, hier habe ich mal auf 5 Minuten Basis. Und hier sehen wir das Gefährliche. Da. Der Markt fällt durch diesen Preisbereich hier durch. Die 10.514er Marke, also das, was Unterstützung war. Der Markt kommt da drauf, geht ganz kurz weg, also hier. Geht ganz kurz weg und dann kommt der schnelle Move auf der Unterseite. Der Markt fängt sich bei 10.508 und hier haben wir dann dieses Thema, dass der Markt hier das als Pullback nimmt und man hier drauf entsprechend verkauft auf diesem Preislevel. Das heißt, wir haben in einem Tick-Chart genau das Gleiche, was wir auf jeder anderen Zeiteinheit auch sehen. Ja, wir sehen Bewegung, Korrektur, Positionsaufbau, Positionsaufbau nach oben durch, auf die Phase drauf, also auf die Unterstützung drauf, kurz weg, durch, Pullback. Und hier ab da wird es dann gefährlich, wenn hier auf der Unterseite noch prozyklische Verkäufe reinkommen, dann wird es hier auf der Unterseite gefährlich. Und ab da muss man anfangen, die Gesamtposition zu drehen. Alternativ noch in der unteren Akkumulationsphase kann man nochmal gucken, ob dann der Käufer nochmal Attacke macht und das Ding nochmal hochbringt. Das ist ganz, ganz wichtig und das sieht man dann auch sehr gut in dem Tick-Chart-Trader. So, das ist jetzt nicht der Tick-Chart-Trader. So, hier nochmal die Bildfolge. Also, ganz wichtig, hier entsprechend das Ganze
aufbauend, also hier Unterstützung, Pullback, Durchbruch, also aufsetzen, weg, nicht abgefahren, das Ding, der Zug nach oben, die Positionen werden komplett gedreht auf der Unterseite und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Später hat man dann noch gesehen, Next Bild. Ja, da natürlich da drin zu traden, das sind ja Sekundensprünge, das ist extrem schwer, das mit einem Bild noch hinzukriegen. So, das ist Bild 18, Bild 19. So, Bild 19 sehen wir nochmal, was sieht man hier? Ja, das Bild ist nicht gut geworden. ach, hier hat man nochmal gesehen, dass der Markt von der 10.508, das heißt, da, wo man da wo ich erwartet hatte, dass der Markt nochmal nach unten durchfällt, das Bild ist ein bisschen spät, da wo man nach unten jetzt hier hätte durchfallen sollen, hat der Markt nochmal sehr gut auch nochmal eine also den Preisbereich sehr gut gehalten und schafft es hier nochmal in Richtung der Hochs zu gehen. Ja, das ist sozusagen das, wie man dann hätte die Ziele, also wenn der hier nochmal hält, die Ziele hätte alle wieder ab wegbringen können. Also hier einmal davor habe ich es, glaube ich, geschafft, nochmal ein paar Positionen rauszudrehen, dann wieder aufgebaut und hier sind dann die Positionen aber nicht rausgegangen und so schnell konnte ich es dann nicht drehen. Also das nochmal als Trading-Idee, wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so, also mit den offenen Positionen, die jetzt noch offen sind, nicht ganz so gut. Das sieht jetzt katastrophal aus, weil ich habe jetzt hier 100 CFDs drin. Jetzt denkt man sich mal die Striche weg. Hier sieht man jetzt an der Stelle den Aufbau der Position, die ich hier getätigt habe, wie gesagt, unter dem Punkt des Bilderknipsen ist es jetzt, hat es nicht funktioniert, und das noch zu managen. Aber hier die Position aufbauen, also hier die ganzen Positionen, die hier eigentlich normalerweise alle rausgeflogen wären, also die von hier vorne, die hier irgendwo noch drinne sind, also die ganzen Positionen eins nach vorne versetzt, da hätte man die ganzen Positionen hier abgebaut. Ja, aufgebaut und hier muss ich den Stop ziehen. Und das ist der wichtige Punkt hier, dieser Punkt. Wenn es da nicht drüber geht, dann sind wir in der Abwärtsbewegung und dann muss ich natürlich raus sein. Also das habe ich jetzt alles nicht geschafft, weil jetzt auch Webinar ist. Hier ist nochmal ein anderes Trading, das heißt, das sind hier alles Limit Orders gewesen, die man mit einem Take Profit versieht, um in so einem Zickzack-Trend dann auch weiter traden zu können. Das hat jetzt nichts mit dem Trade davor zu tun, also man sollte hier glatt sein eigentlich, dann unterhalb der 10.503er Marke oder spätestens unter 10.500 hätte man glatt sein müssen. Wenn man hier nochmal sich einstoppen lässt in einer großen Order, dann kann man hier überall Limits reinlegen und profitiert von der Volatilität. Aber auch hier muss das Positionsverhältnis entsprechend angepasst sein an das aktuelle Orderverhalten, also an das aktuelle Depot, an die Depotgröße. Das letzte Bild, was ich hier noch aufgenommen habe, ist vorwiegend auf diesen Trade aufgebaut, dass man sich immer Limits reinlegt. Ich hatte hier viel, viel mehr Limits noch drin. Und gehen wir nochmal auf das letzte Bild hier, Bild Nummer 20, da sieht man hier im Bild Nummer 20, sieht man wie so ein Seismograph, das Ganze, der Markt hier sozusagen nach einer schnellen Abwärtsbewegung kommt der Markt und tickert so langsam nach oben und hier kann man versuchen in dieser Phase Limits reinzulegen, die dann bedient werden sollen und man legt die Take Profits nur ganz knapp weg. Ja, das heißt, man lässt sich reinholen und geht weg. Ja, also hier sieht man einen dieser Trade oder zwei Trades, also hier sieht man noch ein Limit, welches nicht gefüllt wurde. Das heißt, ich habe immer in dieser Aufwärtsbewegung hinein die Limits reingelegt und hier wurden sie dann zum Teil bedient. Also dieses Limit wird dann hier oben bedient. Also das heißt, in diesem 1-Minuten-Zickzack kann man auch entsprechend seine Trades abfeuern. Ja. Gut, also das nochmal an der Stelle, wie gesagt, jetzt fürs Trading. Als reales Trading jetzt nicht zu empfehlen, im Sinne von die Positionsgröße, die ich jetzt hier offen habe. Ja, das sollte nun nicht so sein, aber ich habe es einfach nicht managen können und habe dann sozusagen im Sinne des Bilderknipsen versucht, die Bilder da nochmal so ganz gut, wie es geht, hinzukriegen.
als Ausblick, also wir, die große Order ist durch und die ist durch, seitdem wir unter die 10.505 gefallen sind. Seitdem hat das Bild sich gedreht. Wir haben den Anfangsbestand komplett aufgelöst, also auch hier von den gesamten Anzahl Kontrakte, die getradet wurden, in der Aufwärtsbewegung sind alle komplett rausgedreht und jetzt geht das ganze Spiel von vorne los. Als Ausblick an der Stelle, im 5-Minuten-Chart sollte man jetzt schauen, ob wir hier nicht das, was ich heute auch in der im Morgenausblick gezeigt hatte, dass wir hier eventuell jetzt die Abwärtsbewegung bekommen und unter Umständen sogar komplett in das Gap-Close-Bereich reintriften können. Das heißt, man sollte hier jetzt schauen, auf der Unterseite eher, wenn die Dynamik dort zunimmt, wenn wir unter das Tageshoch von letzter Woche Donnerstag und unter das Tagestief von gestern 10.868 fallen, dann greift das Szenario, welches ich hier vorne eingezeichnet hatte, dass wir aus der hohen, aus diesem hohen Kaufen entsprechend Druck reinbekommen und dann würde ich hier versuchen, die Shortseite weiter zu traden in Richtung Eröffnung im Markt und Richtung der 10.450. Ja. Das Ganze wird aber erst aktiviert, idealerweise, wenn es unter 10.474 geht bis 10.468. Erst dann wird wirklich die Shortseite richtig gut aktiviert. Davor könnte es jetzt noch ein bisschen rumpendeln. Wie gesagt, wir kommen der Fed-Sitzung ja immer näher und da kann es auch sein, dass die Order als solches ist jetzt eh raus, dass jetzt der Kurzfristhandel, also die kurzfristigen professionellen Trader unter sich sind, die den Markt dann hier eher irgendwo in eine Range belassen und den Markt jetzt nicht weiter bekommen. Also Tendenz nach unten erst unterhalb des letzten lokalen Tiefs und unterhalb der 10.468. Vorher immer auch nochmal antizyklisches Trading möglich. Aufpassen auf das letzte lokale Hoch bei 10.504 ist für mich die Schaltstelle für entweder nochmal Long oder wieder Short. Ja. Kurz knackig so, jetzt gibt es bestimmt noch eine Menge Fragen. Ja, kurz knackig benannt. Wir sind schon leider von der Zeit am Ende. Da wir es heute nicht geschafft haben an Fragen, ich habe vieles auch 1:1 beantwortet, dann jeder Tag neue Chance, neues Glück. Aber die Zeit setzt uns leider jetzt den Endpunkt. Wenn Sie möchten, heute um 18 Uhr nochmal neuer Tag Trading, Ausbildung 2016, jeden Tag ein bisschen mehr. Heute geht es ums News Trading, haben wir schon vor Wochen geplant und heute gibt es dann auch News gegen 20 Uhr, passt also sehr, sehr optimal. Nicht vergessen, wichtige News in Amerika. Es kann hoch hergehen heute am Markt. Es kann große Volatilität und Slippage geben. Achten Sie auf Ihre offenen Trades, wenn Sie die offen haben. Und wenn Sie sagen, Sie können es gar nicht einschätzen, Sie müssen ja auch nicht offen halten. Sie können vorher rausgehen, wenn Sie möchten. Also, wenn wichtige News anstehen, immer nochmal Obacht auf Ihre Trades. Risikoaufklärung ist Admin Markets immer wichtig. Hiermit schon mehrfach heute gemacht, auch heute Morgen um 8.30 Uhr. Und wenn Sie dieses Risiko einschätzen können, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie traden. Sie sind der Entscheider. Grüße aus Berlin. Tschüss, bye bye. Vielleicht haben wir uns um 18 Uhr. Und Schlusswort vom Heiko. Ja, ich wünsche euch für heute alles Gute. Wie gesagt, ganz wichtig nochmal zu erklären, dass diese offenen Positionen waren wirklich nur, um die Situation am Chart einzufangen und zu zeigen. Mehr ist es nicht. Ja? Also logisch ist auch, dass das Demo ist und im Realtrading würde ich bei so einem Konto auch niemals 100 CFDs traden. Also es geht wirklich nur, ich wollte Situationen für euch einfangen, wie man was tradet und wo man was sieht. Und ich hoffe, dass ihr an der Stelle was lernen konntet und wir hören uns persönlich wieder am Freitag 8.30 Uhr. Ich bin gespannt, wie der Tag heute durchgeht, die FED-Zinsentscheidung. Lass mich überraschen und wünsche euch alles Gute und bis Freitag. Tschö mit Ö.